Ja, hallo, ich erkläre kurz mal, wer ich bin. Ich bin der Thomas ohne Haar von Free and Ride, bin professioneller Mountainbike-Fahrtechnik-Coach und befreundet mit dem André Clemens. Und der hat gesagt zu mir: Hey, hör mal, ich habe da einen Kunden, der hat ein Problem, dem sein Akku hat keine Reichweite. Und ja, sauteures Fahrrad, wir gucken uns das mal an. Hier, das Stevens E-Inception AM9.7. 2 mit einem 760 Wattstunden Akku, das muss eigentlich ein bisschen was können. Mein Referenzfahrzeug, was ich schon seit langem fahre, ist hier das Stevens E-Maverick mit einem halb so großen Akku. Und ich bin allerdings auch schon, da das Video ja auch für den Kunden sein soll, ich bin ungefähr 500 Fahrräder gefahren, davon ungefähr 100 E-Mountainbikes und fahre immer die gleichen Teststrecken und weiß also ungefähr, was da so der normale Verbrauch ist. Ich werde gleich während des Videos, ich mache mir die Kamera gleich hier hin, ich werde gleich während des Videos kurz erklären, was wichtig ist, damit man E-Bikes überhaupt vergleichen kann, weil viele da immer zum Beispiel von Kilometerzahlen reden und die sind irrelevant beim E-Bike. Werde ich gleich erklären, warum. Ich habe mir es gibt ja so eine lange Dokumentation vom Kunden, habe ich mir extra nicht angeguckt, weil ich will sehr objektiv dran gehen und will unvoreingenommen fahren. Ich weiß gar nicht, wenn das Rad irgendwelche Probleme macht, werde ich die Kamera anmachen und das dokumentieren. Gut, in meinem ersten Test geht es jetzt im Eco-Modus um einen reinen Reichweiten-Check auf einer Runde, die jede Runde sind ungefähr so 21 Kilometer und 300 Höhenmeter. Und wir werden mal gucken, wie viele Runden das Rad davon schafft, beziehungsweise nach wie vielen Runden immer, wie leer der Akku ist. Ja, auf geht's, jetzt die Kamera hier hin und ich freue mich auf die Testfahrt bei strömendem Regen, so wie es sein soll im Sauerland. Also, Kamera ab hier hin. So, also, Fahrrad raus aus dem Containerchen. So, ich habe an dem Fahrrad, damit wirklich nichts dran kommt, bei der Probefahrt hier noch einen Fender montiert. Den hat der Clemens mir zur Verfügung gestellt, damit halt nichts an die Kashima-Beschichtung kommt, weil ich werde dieses Bike auch noch auf dem Trail testen. Und werde kurz gleich während der Fahrt, wie gesagt, erklären, wie man überhaupt E-Bikes vergleicht oder worauf man achten sollte und was das Ergebnis verfälscht. Ja, auf geht's. So, ich nehme zur Info meinen Puls auf. Außerdem werden Höhenmeter gemessen etc. Ich habe hier eine andere Headkappe montiert. Also hier nichts Dauerhaftes montiert, sondern nur mit einer Schraube hier drin. Um halt meinen Tacho, der immer Referenz ist, ich habe halt immer denselben Tacho. Und der nimmt immer dieselben Werte auf und so kann ich die Räder halt auch miteinander vergleichen. So, wir starten mit einer 80er Herzfrequenz. Wir starten auf Eco-Modus, so wie es der Kunde eingestellt hat, und starten mit der ersten Runde. Ab geht's! Das Erste, was schon mal extrem wichtig ist immer in der ungefähr gleichen Trittfrequenz zu fahren. Also so zu schalten, dass man immer eine ungefähr gleiche Trittfrequenz hat. Ich mache das bei meinen Testrunden hier. Auf dieser Testrunde gucke ich eigentlich immer, dass die Trittfrequenz die ganze Zeit zwischen 70 und 90 Umdrehungen pro Minute liegt. Jetzt bin ich gerade bei 85 und
wenn es dann bergauf geht, muss man dementsprechend schalten, bis man diese Frequenz wieder herstellen kann. Weil in der Trittfrequenz sehe ich, ob ich einen zu hohen oder niedrigen Gang gewählt habe. Das sehe ich sehr, sehr gut an der Trittfrequenz. Die geht dann direkt rauf oder runter. Jetzt fahre ich bergauf, habe trotzdem meine 90er Trittfrequenz. So sollte es sein, dann schaltet man korrekt. So, das war schon mal der erste wichtige Punkt für eine Vergleichsfahrt. Zweiter wichtiger Punkt, wenn man irgendwas vergleichen will, gerade beim E-Bike, ganz wichtig, Temperatur, Außentemperatur. Wir haben jetzt ungefähr 7 bis 8 Grad. Guck mal genau. 8 Grad sind es, 8,1 Grad. Und wenn es jetzt 18 Grad wäre, komme ich schon locker 20-30% weiter mit dem Akku. Ganz wichtiger Punkt, wenn es kälter wäre, dementsprechend weniger. Das ist ein chemischer Prozess in einer Batterie. Egal ob E-Auto, Handy oder E-Bike, das ist normal. Also wenn man vergleichen will, dann immer bei der gleichen Temperatur. Das ist Punkt 2 für eine Vergleichsfahrt. Punkt 3 einer Referenzfahrt ist die Herzfrequenz. Ich sollte mich nicht ständig, dafür fahre ich ja gerade E-Bike, um in meiner idealen Intensitätsdose zu sein, um ideal zu verbrennen. Bei mir sind das so 120 bis 130 Herzschläge pro Minute, meistens nur 120. Also oft komme ich nachher an einem Schnitt bei 126 aus. So sollte das mit dem E-Bike sein. Und auch das ist ein wichtiger Referenzwert. Mein Referenzfahrzeug zu diesem Bike ist übrigens ein Conway EWME mit dem gleichen Motor und einem minimal kleineren Akku. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Dieses Fahrrad sollte bei den Witterungsverhältnissen, die heute sind, knapp im Eco-Modus knapp 4 dieser Runden schaffen. Also so 84 Kilometer sind das ungefähr. Und wir sind mal gespannt, ob es das tut. Kommen wir mal zu den zwei größten, meiner Meinung nach größten Irrtümern bei Leuten, die E-Bikes vergleichen. Selbst Fachzeitschriften etc. Erstens Drehmoment. Alle reden über das Drehmoment. Ich fahre jetzt hier zum Beispiel im Eco-Modus, ich glaube maximal mit 49 Newtonmeter. Das Ding zieht aber viel mehr vorwärts wie mein 50 Newtonmeter TQ, was an der Leistung liegt, an der Wattzahl. Vergleich, den immer jeder versteht, ist 1000 Newtonmeter Landfahrzeug braucht weniger Sprit als ein 1000 PS Nürburgringgeschoss. Drehmoment wird ja nicht nur über Leistung erreicht, sondern auch über Übersetzung. Wann brauche ich aber Drehmoment? Bei kurzen, steilen technischen Stücken, da hilft es mir extrem. Bei einer langen Steigung, wie sie auf normalen Radtouren ist, auf Radwegen etc., ist Newtonmeter relativ egal. Da ist die Wattzahl entscheidend. Und wenn dann der Motor trotzdem mit 500, 600 Watt unterstützt, dann braucht er auch dementsprechend Akku. Da spielen die Newtonmeter überhaupt nicht rein. Also irrelevant. Also das ist schon mal das Erste. Alle gucken immer nur auf Newtonmeter. Aber es geht um Leistung. Weil Leistung kostet Akku. So. Deswegen ja auch, je mehr Watt ich mittrete, desto weniger Akku brauche ich. Da geht es auch gar nicht so sehr ums Drehmoment. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung nach ganz vielen Testfahrten, dass da viele Leute sich auf den falschen Wert versteifen. Das Zweite, wo die Leute immer sagen, ich komme mit meinem Rad 60 Kilometer weit. Das werde ich mit diesem Rad hier, mit diesem Test, den ich jetzt gerade mache, schön austreiben. Ist auch irrelevant. In der Ebene kann ich 100 Kilometer mit dem Rad hier fahren, überhaupt nicht mal blind. So, wo braucht das Rad Strom? Wo braucht es Akku? Wo braucht es Leistung? Am Berg. Das heißt, wenn ihr Werte nehmt als Referenz, dann Durchschnittsgeschwindigkeit
Höhenmeter und Steigung. Auch das werde ich noch machen. Ich werde den Bikepark fahren und richtig Steigung fahren. Und dann kann man so einen Akku, wenn man will, auch bestimmte 10, 15 Kilometer leer ballern. Also das ist auch ganz wichtig bei Vergleichsmessungen, dass man die Höhenmeter, die Durchschnittsgeschwindigkeit mit reinrechnet. Werde ich alles in dem Diagramm machen. Und wir werden gleich sehen, gleich kommt die erste richtige Steigung. Ich denke, dann geht auch der erste Balken weg. Mach gleich wieder an. Nächster Tipp, was man bei jeder Art von E-Fahrzeug auf gar keinen Fall machen darf oder sich verrückt machen lassen darf, ist die errechnete Reichweite. Das ist ein reiner Algorithmus, den ein Computer ausrechnet, je nach Fahrzeug und Betriebssystem mehr oder weniger schlecht und recht. Und es ist egal, ob beim E-Auto oder beim E-Bike. Restreichweite ist nicht wie bei einem Benzintank. Wenn da 50 Liter drin sind und es sind 25 raus, ist da ganz klar noch die Hälfte drin. Beim E-Bike ist das ein bisschen anders. Der Computer rechnet aus, wie das Fahrverhalten war in der letzten Zeit und wie es wahrscheinlich zukünftig dann sein wird mit dem Verbrauch. Bist du gerade in einer steilen Steigung, geht die Reichweite schnell runter, bist du wieder in der Ebene, springt sie wieder rauf. Am besten gar nicht drauf gucken. Ja? Lieber nur die Reichweite nicht gucken, sondern lieber nur den Akkustand. Das ist auf alle Fälle besser. Das andere macht einen nur verrückt. Weil einfach nur ungenau. Rein errechneter Wert. Kein bisschen physisch belegt. Auch das wichtiger Punkt beim E-Bike-Vergleichscheck. So, es sind noch alle Balken da. 130 Höhenmeter jetzt. Mit fast 23 km/h Schnitt. Und es sind 15,25 Kilometer. Und jetzt wird man gleich sehen, ich komme jetzt die erste Steigung. Dann mache ich gleich die Kamera nochmal an, weil man hier wegen den Autos sowieso nichts verstehen kann. So, hier geht es jetzt schon so steil rauf. Wie gesagt, 15-20% Gefälle sind hier in dem Anstieg, dass es mir schon schwieriger fällt, die Trittfrequenz zu halten. Ein nächster Irrtum, der gerne gemacht wird, ich schalte das Bike aus, um Akku zu sparen. Leute, macht das nicht. Ihr macht das Rechengehirn dieses E-Bikes komplett kürre. Das fährt jedes Mal auf Null, wenn es aus ist. Errechnet wieder neue Werte und dadurch geht ständig eure Reichweite ändert sich und das nächste, was ihr macht, ihr bringt die Engine total durcheinander. Dann kann es passieren, dass es auf einmal keine Unterstützung mehr gibt oder was weiß ich. Lasst den Motor lieber die ganze Zeit auf Eco an und versucht die Trittfrequenz zu halten und dann lieber über die 25 km/h kommen, wenn ihr Energie sparen wollt, dass der Motor einfach nicht mehr unterstützt, ihr aber flott unterwegs seid. So kommt ihr auch weiter von der Reichweite her. Der nächste Fehler, den ihr nicht machen dürft, ist: Vergleicht eure Reichweite mit dem anderer Bikes von den Kollegen. Also, erstens, jedes Antriebssystem verbraucht anders Leistung. Ein TQ50 braucht viel mehr Strom als der Malem Specialized. Ein Bosch braucht weniger Strom als ein Shimano-Motor. Das hängt viel damit zusammen, wie viel Reibung haben die Motoren, wie wird das Drehmoment erzeugt. Nur mit Übersetzung oder mit Leistung und. Macht das nicht, Leute. Und selbst, wenn ihr einen Kumpel mit genau dem gleichen Rad habt, wenn ihr es vergleichen wollt, müsst ihr das entweder selber fahren, und zwar genau bei denselben Witterungen, denselben Bedingungen, dieselbe Runde, oder der Kumpel müsste genau immer mit der gleichen Wattzahl mittreten, die gleiche Trittfrequenz haben, gleiche Geschwindigkeit, alles gleich. Erst dann könnt ihr wenigstens ähnlich wie im Labor eine Vergleichsmessung durchführen. Jetzt ist übrigens, während ich rede, der erste Balken weggegangen. So,
Jetzt haben wir 16,38 Kilometer. Also ich bin ungefähr etwas über einen Kilometer hier hoch. Haben wir aber mal eben in dem einen Kilometer über 100 Höhenmeter gemacht. Und das, wie gesagt, liebe Leute, das frisst Akku. Und das, obwohl ich halt die 90er Tritt, also zwischen 80 und 90, versuche ich immer die Trittfrequenz zu halten. Aber Steigung kostet Energie. Wenn ihr mit dem Auto den Berg rauffahrt, braucht ihr auch mehr Sprit, als wenn ihr bergab fahrt. Irgendwie logisch, ne? So, gut. Ist der erste Balken weg. So gesehen bei 16 Kilometern. Und ich bin wirklich gespannt, ob das Biest 4 Runden schafft. Die sollte es eigentlich schaffen. Und ja, es werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ich werde das auf alle Fälle ausreizen, das Ding, bis es stillsteht. So, weiter geht's. So, jetzt kommt der Lohn für das Rauffahren, das Runterfahren. Und jetzt mache ich quasi 2 Kilometer ohne einen einzigen Tropfen Energie zu verbrauchen. Der Zwischenstand, alles live ungeschnitten. Etwas über 24 Kilometer und immer noch, ich hoffe, man kann das sehen, ein Balken weg. 1 Stunde 30, 35,5 Kilometer und immer noch nur ein Balken weg. So, jetzt geht es wieder in die krasse Auffahrt hier. 36,7 Kilometer bedeutet, wenn jetzt gleich irgendwann der zweite Balken weggeht, wo ich mal von ausgehe, weil hier geht es ordentlich bergauf, dann werden wir gleich mal kurz hochrechnen und auf welche Reichweite wir dann kommen bei diesem Streckenprofil, was ich hier gerade fahre. Ich warte quasi jetzt wirklich sekündlich drauf, dass der zweite Balken weggeht. Liebe Leute, so lange sitze ich normalerweise nie im Sattel. Da tut ja schon mein Hintern weh. Wow. Jetzt gerade der zweite Balken weggegangen, während ich gequatscht habe. In der zweiten Runde. Rekord nochmal gebrochen. 61,6 km/h in der Abfahrt. Also, daran seht ihr schon, dass das eine ziemlich krasse Steigung bergauf ist auch. Weil man bergab einfach einen irren Speed erreicht. Full-Size E-Bike sind 61,6, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Ja, ich wollte es kurz erklären, ich fahre jetzt nach Hause. Das sind noch, ich schätze mal 1,5 Kilometer. Also wir haben jetzt knapp 40 Kilometer auf der Uhr. Dann kommt das Bike wieder in mein Containerchen. Der ist ja Temperatur- und Feuchtigkeitsreguliert, Luftfeuchtigkeitsreguliert. Und dann werde ich morgen früh die nächsten beiden Runden fahren. Und dann wissen wir mehr. Im nächsten Teil des Tests dann das Gegenteil von dem, was ich heute gemacht habe. Das werde ich wahrscheinlich dann im Bikepark machen und die Liftspur hochfahren. Ja, seid gespannt. Ja, das war es jetzt erstmal vom heutigen Tag. Bis morgen früh. Guten Morgen. Wir haben 6.15 Uhr, Teil 2 des Reichweitentests mit dem Stevens. So, Akku an. Zack. Also, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Weiter geht's. Das frühe Aufstehen hat sich schon mal gelohnt. Es ist tatsächlich trocken.
absoluter Wahnsinn. Also wer hätte das gedacht? Im Schauerland. So Leute, fürs Protokoll, es ist einfach verrückt. Wir haben 6:30 und 1,9 Grad. Also wirklich ein Worst-Case-Test für den Akku. Es ist nochmal ganz schön kälter als gestern. So, wir sind wieder am Mausplatte, am Romantik-Hotel. 56,3 Kilometer. 1 Grad, hat sich auch nichts geändert. Und habe immer noch, guckt mal, 2 Balken weg. Okay, jetzt macht sich die Temperatur halt bemerkbar. Der dritte Balken ist weg. Und das, bevor ich den Jäckelchenanstieg erreicht habe. Es ist also ein echter Worst-Case-Test, was den Verbrauch hier angeht. Wir sind jetzt allerdings, der Balken ist gerade weggegangen, bei 58 Kilometern jetzt. Und die Auffahrt kommt gleich da vorne schon. Also ich sag mal so ungefähr einen Kilometer vorher, wie es bei den ersten beiden Runden war. Aber das Bike war ja auch über Nacht im relativ kalten Container. Der hat so 4 Grad gehabt. Ja, also wenn ich die 4 Runden schaffe, wenn ihr euch zurückerinnert, das war Ziel ganz am Anfang. Wie gesagt, das muss das Bike eigentlich schaffen. Dann bin ich echt zufrieden. Und ich finde dann, bei dem Streckenprofil ist es auch eine super Reichweite. Aber da kommen wir später nochmal zu. So, ich starte die 4. Runde. Dieser Test geht jetzt schon 2 Stunden 55 Minuten, also fast 3 Stunden. Und wir haben 64,4 Kilometer und 3 Balken weg. Ja, auf geht's in die nächste Runde, Leute. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Also erstens, ich habe nicht einmal irgendwie Leistungsverlust oder irgendwas zu beklagen gehabt. Der Motor marschiert wie ein Uhrwerk. Und zweitens, ich fahre die ganze Zeit ohne die Plattform im Dämpfer zuzuschalten. Beim E-Bike ist Wiegetritt, außer einer vielleicht mal ab und zu einer Gesäßentlastung, absolut unnötig. Von daher gesehen, der Hinterbau funktioniert sehr gut, dieser klassische Viergelenker hier. Also brauche ich keine Plattform. Nachteil der Plattform ist, neben, dass man vergisst, sie auszumachen, wenn man wieder bergab fährt. Dasselbe, wie wenn man zu viel Druck im System fährt, im Fahrwerk. Mangel der Traktion. Das kostet jedes Mal Energie, wenn ich keine Traktion habe. Und deswegen diese ganze Runde jetzt ohne Plattform. So, Zwischenstand. Jetzt ist die Sonne ein bisschen raus. Wir sind immerhin schon mal wieder auf 1,6 Grad. Und 3 Stunden 12 Minuten, 70,9 Kilometer und immer noch 3 Balken weg. Läuft. Wie ich befürchtet hatte, macht die Temperatur dem Akku jetzt ein bisschen zu schaffen. Und es ist der 4. Balken weg. Jetzt schon in Rolliken. Also, ja, halt 6 Grad kälter als gestern. Das hatte ich ja gestern schon angekündigt. Wenn es kälter ist, hält so ein Akku einfach sehr viel weniger. Jetzt gucken wir mal, ob ich die 4 Runden noch schaffe. Aber ich bin guter Dinge. Also wir haben jetzt, wo der 4. Balken weggegangen ist, 74 Kilometer und knapp 890 Höhenmeter. Ja. Fällt mir gerade ein, was auch noch reinspielt bei dem Vergleich, was manche vergessen. Ich habe jetzt so fahrfertig 95, 96 Kilogramm. Das Bike wiegt nochmal 25. Das muss der Motor auf alle Fälle bewegen.
wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn fahre, der gerade mal so knapp fahrfertig so 65 Kilo hat, der hat natürlich eine viel höhere Reichweite, weil er ja viel weniger Masse den Berg hoch bewegen muss. Auch hier kann man nicht vergleichen. Also wenn du 100 wiegst und dein Kumpel wiegt 70 Kilo, ist ganz klar, dass der zum Beispiel auch weiterkommt mit seinem E-Bike. Das wollte ich noch kurz anmerken. War mir eben eingefallen. Weiter geht's. So, wieder am Haus Platte. Der Motor unterstützt mich immer noch wie eine Nähmaschine. Guck mal eben. 77,5 Kilometer und 922 Höhenmeter. So, und ein letztes Mal quälen wir uns quasi hier die knapp 20% Steigung in Jäckelchen hoch. So, kurz vor Ende dieser letzten krassen Steigung verlässt mich der Akku und wir nehmen auf 80,34 Kilometer und 1042 Höhenmeter haben wir. Im Übrigen ist auch der Akku von der Kamera leer, was auch auf die Kälte zurückzuführen ist. Gestern war der noch halb voll nach derselben, ja oder sogar weniger Filmzeit. Ich habe die Kamera ja am zweiten Tag viel oder seltener angemacht. Also es spricht viel für diese Temperatur. Jetzt gucken wir mal hier. 5 Kilometer und 60 Höhenmeter hätten gefehlt, dann wäre ich die vier Runden durchgekommen. 60 Höhenmeter, die hätte ich locker geschafft, wenn wir dieselben Temperaturverhältnisse wie gestern gehabt hätten, nämlich gut am Anfang, am Start 8 Grad mehr. Ja, hinten liegt das E-Inception, wo ich den langen Tourtest mitgemacht habe. Schön in Polster verpackt im Kofferraum. Ich bin auf dem Weg zum Bikepark OE. Und da werde ich jetzt testen, wie viele Liftauffahrten das schafft. Also ich werde ganz viele Höhenmeter machen in kurzer Zeit, indem ich wirklich versuche, ganz gerade den Lift drauf zu fahren. Muss dann nachher, wenn die mein Sigma-Tacho die Daten aufgenommen hat, mal gucken, wie steil das überhaupt ist, wie viel Gefälle da ist. Und ich würde sagen, beim Full-Size E-Bike, also beim Convey, habe ich immer so 10 Auffahrten geschafft, wenn es gut lief, und im Sommer auch mal 12. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt gerade 8 Grad draußen. Wenn das E-Inception so 10, 11 Auffahrten schaffen würde, das wäre schon mega, ne? Weil das ist ja immer noch ein Verbrauchscheck, dieses Video. Ich werde das auch auf Turbo machen und eben nicht auf Eco, weil ich glaube, dass auf Eco noch mehr Strom frisst und vor allen Dingen komme ich auf Eco nicht so schnell rauf. Ich werde einfach mal volle Unterstützung und dann auch mal gucken. Ich denke, dann wird der Akku nach spätestens 20 Kilometern sowieso leer sein, wegen der starken Höhenmeterzahl. Mein Ziel ist heute zu schaffen, 1000 Höhenmeter für euch im Bikepark. Viel mehr Zeit habe ich leider auch nicht, weil ich danach die Kinder abholen muss. Und ja, viel Spaß mit dem E-Inception auf Turbo Boost Modus, Akkuverbrauchscheck im Bikepark OE. Jetzt geht's Telefon. Ja, nicht der wärmste Tag, aber es ist trocken. Und auch nicht zu. Wir holen mal das gute Stück aus dem Auto raus. So. Wow. Schön gepolsterter Transport. So lieben die Fahrrädchen das. Gut, den Sattel werden wir heute beim Bergabfahren nicht brauchen. Tacholeinchen drauf. So, wie gesagt, Fahrrad vorgestern vollgeladen. Also der Test nimmt auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich gebe mir da wirklich Mühe. Und da habe ich es vollgeladen wieder nach dem Reichweitentest bei der moderaten normalen
Radtour, ne, wo ich 80,44 Kilometer oder so gefahren bin. Und dann seitdem steht es quasi im Container. Und auch um zu gucken, jetzt quasi hat das Ding was verloren über Nacht. Ja, wenn ein Akku nicht okay ist, kann es ja auch sein, dass das über Nacht was verliert. Laut Anzeige alles top. So, wie gesagt, heute auf Boost. Absolut Maximalverbrauch checken und quasi das genaue Gegenteil von dem Reichweitenfahrt letzte Mal. Heute Höhenmeter so schnell wie möglich. Im Idealfall Liftspur, wenn ich das schaffe. Und ich bin gespannt, wann jetzt die Balken ausgehen. So, der Wind kommt. So, erster Appel hier. Wirklich einfach geradeaus die Liftspur rauf. Versuche natürlich auch hier wieder meine Trittfrequenz zu halten, aber das wird heute schwierig, weil das wird gleich echt steil. Aber mehr Höhenmeter in kürzerer Zeit sind mir jetzt gerade hier in der Nähe nicht eingefallen. Wie halt immer diese Liftspur hochzuballern. Werde dann gleich zu Hause auch gucken, wie viel Steigung das hier ist. Aber ich glaube, das ist schon ordentlich hier hoch. Definitiv. So. Eine Auffahrt zeige ich euch jetzt quasi einmal umgeschnitten. Damit ihr seht, wie das Bike noch hört. Wie das Bike hier wirklich arbeiten muss. Wird halt wirklich immer, immer steiler nach oben. So, kleiner Tipp für all die E-Bikes so steil bergauf fahren: den Sattel ganz leicht absenken, damit man jederzeit einen Fuß abstellen kann, und leicht vorne auf die Sattelnase rutschen, damit die Front einfach nicht steigt. Jetzt hier ist es schon ziemlich, ziemlich steil. Guck mal, ob ich es überhaupt schaffe, hochzufahren. Niedrigsten Gang habe ich schon drin. So, jetzt fängt nämlich das Vorderrad an zu tänzeln. Das ist ganz, ganz leicht jetzt. Weil es hier halt so krass rauf geht. Boah. Kann das kaum am Boden halten. Muss man jetzt gucken, dass man vorne was runtergeht, damit man wirklich Druck, noch ein bisschen Druck wenigstens, auf das Vorderrad kriegt. So, 75 Höhenmeter. Gucken wir mal, wie viele Höhenmeter wir kommen in dem Lift. Das versuchen wir jetzt einfach so oft wie möglich zu machen. Ich bin gespannt. Damit ihr auch wisst, was ich bergab mit dem Rad fahre, nehme ich euch hier auch eine Runde mit. Ein bisschen schwerer in die Luft als mein Maverick. Aber ähnlich. Satt jetzt Fahrer, definitiv. Gefällt schon. Ich merke natürlich, dass ich ein Ticken weniger Federweg hat als mein Maverick. Aber trotzdem sagt das Fahrwerk hier. Also wirklich ziemlich cool. Ja, ich schaue so ganz easy nur die Schneewand runter. Da ist ja schließlich auch Kundenrad. Also no risk. Bleibe ich quasi in
Schlaf hier fahren kann. Das ist geil, ob das Fahrrad sonst so bewegt wird. Das passt man da eher nicht. So. So. Wieder runter zum Lift. Und dann wieder rauf. So, die vierte Auffahrt schon. Ich habe schon 286 Höhenmeter. Allerdings muss man sagen, verbraucht der Motor hier im Turbo gar nicht mehr Strom großartig wie im Eco, weil ich halt tatsächlich fast in meiner Trittfrequenz bleiben kann. Das ist also auch ein Irrtum, dass man in jeder Situation weniger Strom braucht, wenn man auf Eco bleibt. Wenn der Motor dann aber in einer ineffizienten in einem ineffizienten Bereich arbeitet, ist dem nämlich eben nicht so. Wie auch beim normalen Auto. Es braucht halt unterhalb von 2.500 Touren sehr viel mehr Sprit und oberhalb und so bei 2.500 Umdrehungen beim Benzinmotor habe ich so ungefähr, ist natürlich immer bei jedem Motor anders, so einen idealen Verbrauchrange. Da läuft das System optimal und es ist beim E-Bike auch nicht anders. Ja, das vierte Mal fahre ich jetzt drauf, habe 316 Höhenmeter hier. Und das ist allerdings heute wieder so wie beim allerersten Test. Wir haben 8 Grad. Das heißt, es ist wieder wärmer. Das ist dem Akku extrem wichtig, die Temperatur und was die Reichweite angeht. Bin mal gespannt, wann der erste Balken weggeht. Jetzt ist gerade der zweite Balken weggegangen. Wir haben 9,87 Kilometer. Allerdings, da es ja wirklich hier sehr, sehr geradlinig in der Liftspur raufgeht, brauchen wir für die vielen Höhenmeter relativ wenig Energie. Das heißt, wir haben zweiten Balken weg und haben schon 668 Höhenmeter. Weil die fressen richtig so viel Höhenmeter. Das geht eigentlich nur, weil das hier so direkt ist und auch guter Boden darunter ist. Ja, cool. Also es wird auf alle Fälle mehr wie die 1000 Höhenmeter hier schaffen. Und ich bin total überrascht, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wie wenig Akku das Rad hier braucht. Weil wie gesagt, jede Runde sind über 80 Höhenmeter. Und wir sind jetzt das 9. Mal, fahren wir glaube ich jetzt hier rauf. Und haben gerade mal 2 Balken weg. Mega. Also da bin ich hier schon mit Bikes gefahren. Die waren teilweise nach 4, 5, 6 Abfahrten schon dreiviertel leer. Also, wenn man den Motor hier ein bisschen fordert und auf die Trittfrequenz achtet, hat der eine sehr gute Reichweite, wie ich finde. Ah, ich habe gerade keinen Bock mehr auf Startturm hochgehen. Deswegen fahre ich mal die Rasenränder jetzt hier. Und dann geht es was anderes. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Aber zum rechten Gap war allerdings tatsächlich nicht das Gap, weil, liebe Leute, echt krass gefährlich. Wenn ihr keinen habt, wer das sichert, dann fahrt bitte den Chicken Way. Weil hier ist echt gefährlich, wenn man da, wenn da was passiert, da werdet ihr nicht mehr froh. Also, ich werde es wirklich nur fahren, dass entweder der Bikepark offen ist, oder jemand halt für euch das Ganze wirklich sichern kann. Das würde ich euch jetzt einfach mal wärmstens empfehlen. Ich fahre hier natürlich jetzt nicht die Drops mit dem Rumpfrad, sondern nur den Kicker. Ah, wunderbar, gerade wo der Kicker ist. Und jetzt in der Kurve. Und wenn es nicht der Arzt kommt. Mega krass. Das
schon wieder eine Absage. Fürs Protokoll. Dritte Balken ist weg. Bei 998, 999, 1000 Höhenmeter haben wir jetzt. Und das Ganze bei 13,8 Kilometern. Die hatte ich ja in meinem Test auf Strecke, diese Höhenmeter, erst nach 80 Kilometern. Ja, jetzt habe ich rein theoretisch den dritten Balken nach 13 oder nach 14 Kilometern weg. Da könnte man jetzt sagen, boah, nur 14 Kilometer. Ja Leute, aber 1000 Höhenmeter. Und das ist halt das Entscheidende. Das verballert richtig Energie. So, ich denke einen Mama noch. So, ich fahre da einmal hoch, um dann wieder runter zum Auto zu fahren. Wir haben 14,73 Kilometer jetzt. Und ja, 1021 Höhenmeter. Das ist ungefähr der Wert, den ich nach 80 Kilometern hatte. Und drei Balken sind weg. Also fabelhafter Wert meiner Meinung nach. Los muss ich jetzt zum Auto. Dann fahre ich nochmal die Flowline runter, obwohl die heute anscheinend sehr, sehr windig ist. Guck mal. Lassen. Mal ein bisschen rumfahren, surfen. Ah, macht das Bock. Ist einfach das geilste Hobby der Welt. So, jetzt muss ich Kinderchen abholen. Fazit gleich im Auto. Und danke fürs lange, lange Zuhören. Aber das war mal ein Reichweitentest der etwas anderen Art mit dem E-Bike. Einmal auf Tour, einmal ganz extrem, Bikepark Liftspur rauf. Und ja, 15,8 Kilometer und ich habe noch zwei Balken. Mega! Da bin ich platt, bevor der Akku platt ist. Tatsächlich und hatte noch zwei Balken übrig, knapp 16 Kilometer gefahren. Maximalgefälle im Lift sind tatsächlich 35%, das ist also Maximalsteigung. Das ist echt schon ordentlich und ich bin jetzt echt platt, weil ja der Freeride Flow noch bei mir war. Ich habe jetzt insgesamt heute 38 Kilometer und ich bin ja eigentlich kein wirklicher Streckefahrer. Noch ein bisschen zerzaust, sehe ich gerade. Ja, mega das E-Inception für mal eben. Ich glaube, es waren, ich muss aber zu Hause nachgucken im Profil, ich meine, es waren 14 Auffahrten, die ich gemacht habe mit dem Akku und immer noch zwei Balken. Meines Erachtens, mein Vergleich zu den anderen Full-Size-E-Biken, mit dem ich im Bikepark war, ist das ein sehr, sehr guter Wert. Und ja, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ich habe ja vorher gesagt, so 11, 12 ist schon mega und wir hatten jetzt schon mehr und hatten ja noch zwei Balken, also ich hätte auch noch 16 oder 17 Auffahrten machen können. Also das fand ich jetzt schon echt gut, hat echt Bock gemacht. Jetzt muss ich das Fahrrad halt sauber machen und wieder zurückbringen und jetzt muss der Bike Shop halt dem Kunden erklären, wie man so ein Bike fahren muss tatsächlich und dass das Bike überhaupt keinen Defekt hat, also in meinen Augen zumindest nicht.
Falls ihr das anders seht, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr sagt, jo, das ist viel zu wenig, was das Rad schafft mit dem Akku. Ich fand das heute schon sehr bezeichnend im Bikepark auf Turbo, so viel Strecke zu schaffen mit so viel Steigung. Bin jetzt ein bisschen kaputt, werde mich jetzt gleich ans Zuhause, habe ich die Kids abgeholt, habe schon mal die Videos alle hochladen, alles zuschneiden, das ist ja immer sehr viel Arbeit. Also dieser Test insgesamt für dieses Fahrrad beinhaltet einen zeitlichen Aufwand von mir von 7,5 bis fast 8 Stunden, wenn das Video fertig ist. Also ich bin ja alleine 5 Stunden gefahren schon mit dem Bike. Da musste ich ja zum Bikepark hinfahren und etc. pp. Und plus Fahrrad sauber machen, alles einstellen, plus Videoschnitt. Ja, da geht das einfach schnell mit der Zeit. Aber es war mir das einfach wert, auch dieses Video zu machen, weil ganz viele halt die Sorge haben, dass ihr Rad zu viel Akku verbraucht oder zu viel Strom frisst, wie auch immer man das nennen will. Und oft ist es einfach, weil auf die falschen Parameter geguckt wird. Und deswegen wollte ich dieses Video mal machen. Ja, also man kann einen Akku mit 20 Kilometern im Bikepark leer saugen, man kann aber auch 80 Kilometer Tour fahren oder wenn man am Radweg bleibt und bleibt am Rheinland oder so, kann auch 100 Kilometer fahren. Das ist immer alles relativ. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Vergleichstest und ein paar Tipps, um effizienter E-Bike zu fahren. Und mir hat es auch gefallen. Ich hoffe, dir, meinem Partner, meinem Kumpel André Clemens, gefällt das, was ich hier gemacht habe. Und dem Kunden auch. Ich hoffe, der Kunde bekommt ein bisschen die Sorge genommen, dass er irgendwie ein schlechtes Fahrrad hat oder so. Das Fahrrad ist mega. Und ja, also dafür, dass es nur die AM-Version ist mit 150 mm, fand ich jetzt auch das Fahrwerk satt, habe mich nicht einmal unsicher gefühlt auf dem Bike. Auch da, wenn wir über die Einstellungen reden müssen, die waren sehr, sehr komisch in diesem Fahrwerk. Und ja, aber das ist ja auch für Laien quasi gar nicht zu verstehen, was man da alles drehen kann und einstellt. Und ja, ciao. Ich höre jetzt wieder Musik und wünsche euch einfach viel Spaß beim geilsten Hobby der Welt. Ciao, euer Thomas ohne A.